Einen schönen guten Tag und willkommen zu was ganz anderem. Diesmal werde ich halt das, oder diesmal erkläre ich euch, wie das Kampfsystem von Resonate of Fate funktioniert. Oder halt End of Eternity. Und, weil es gibt viele Leute halt, die, so wie ich das mitbekommen habe, halt, die Probleme mit dem Kampfsystem haben, aber die finden das Spiel toll. Und da wollte ich denen mal eine kleine Stütze geben, halt, wie das Kampfsystem funktioniert unter erschwerten Kampfbedingungen, sag ich mal so. So, ich weiß nicht, ob ich alle Punkte vom Tutorial komplett so abarbeiten kann, halt. Aber mal schauen. So, da habe ich halt einen optionalen Kampf, so ein etwas schwerer Kampf ist das halt, wo man auch eine ziemlich gute Belohnung kriegen kann. So. Und ich habe hier folgende Gegner vor mir: ein vermummter Gangster und zweimal Raketenfuß. Die Raketenfüße sind Stufe 24 und der Gangster ist Stufe 19. So, das Wichtigste halt ist immer so wie sieht es mit der Situation aus. Momentan hat sich meine Gruppe noch nicht bewegt. Das heißt, ich kann in aller Ruhe die Charaktere wechseln halt. Klar, andere Leute machen das so. Die sagen, hey, als erstes derjenige, der mit der Maschinenpistole voran und dann werde ich so nach und nach abarbeiten. So kann man machen, muss man nicht halt. Je nachdem halt, ich sag mal so. Es gibt viele Wege, wie man das Spiel spielt. Es gibt auch viele richtig, aber auch viel falsch. Was aber nicht schlimm ist, man lernt ja aus Fehlern. So, und Zephyr geht hier auf den Raketenfuß, weil die haben so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine Art Bazooka unter sich montiert. Und da würde ich erstmal den Heldenlauf machen. So, Heldenlauf kann man immer mit Viereck beginnen und mit Viereck starten. Krieg ich mal an. Ja. So. Okay, ist nicht schlimm. 364, ne, 46 Schaden. So. Das Schadensystem funktioniert folgendermaßen. So, Streifschaden macht keinen Gesundheitsschaden. So, das machen die Leute, die halt mit Maschinenpistolen rumlaufen. Deswegen hat der Raketenfuß ziemlich viel blauen Schaden abbekommen. Und Pistolenwaffen und Granaten machen direkt Schaden. So, das heißt, die machen direkten Gesundheitsschaden, aber deren Waffen oder deren Schaden ist ja nicht so hoch. Deswegen ist das immer so muss man immer mit der Maschinenpistole zusammen immer gut zusammenarbeiten, weil das addiert sich zusammen halt. So. Bei Liane ist das Folgendes passiert: Sie hat gerade einen Treffer abbekommen und hat erstmal nur Streifschaden einkassiert. Sobald der Gesundheitsbalken von ihr komplett blau ist, verliert man halt Heldenmodule. Und die Heldenmodule regenerieren 1000 Gesundheitspunkte pro Modul. Und das auf die ganze Gruppe aufgeteilt halt. Oder besser gesagt auf den Charakter, der halt den Schaden abbekommen hat. So, das heißt, so, ich mache jetzt mit Leon einen Heldenlauf. Auf den Raketenfuß, der ein bisschen schon angeschlagen ist. Okay, man hat auch gesehen halt, man sieht auch hier von den Gegnern, unter deren Hauptgesundheitsleiste, dass sich ein Balken auflädt. Mit einem, sag mal schnell, mit einem Buchstaben da drauf. Das zeigt an so, dass der Gegner den Waschhund zum Beispiel angreifen wird halt. Als nächstes, sobald der Balken voll ist. Das kann ich auch nämlich unterbinden, indem ich halt ihn zum Taumeln bringe. Oder halt in die Luft schleudere halt. Je nachdem. So, okay. Der ist soweit angeschlagen. Ich habe nur noch ihn hier. So.
So. Genau, warum nicht? So, ich muss den Waschhorn nämlich schnell bewegen. Das heißt, ich mache hier einen Heldenlauf. Von den vermummten Gangster. Oh. Okay. Ja, das ist nicht verkehrt. Oder warte mal. Bewege ich die fort? Weil sie kriegt gleich noch eine Kopfnuss ab. Will ich das? Möchte ich das? So, das ist immer so eine Sache. Wie mache ich das am besten? Genau, ich mache jetzt mal so. Und dann gehe ich auf den anderen Raketen drauf. Ah, schade, kein Bonustreffer. Ist nicht schlimm. So, nämlich die Feinde agieren je nachdem, wie der Spieler sich hinstellt mit seinen Figuren. So, der möchte gern weiter auf Leanne eingehen, aber sie rennt gleich weg. Okay, das hier ist der Bonustreffer. Okay. So, der hat immer noch seine Plempe noch drauf. Okay. Na, krieg ich noch einen Schlagtreffer? Genau, Schlagtreffer funktionieren so. Erst den Gegner in die Luft schleudern und dann hinterher springen und dann Attacken ausführen auf den Gegner. Okay, die gehen beide auf Leeren. Das will ich nicht. Okay, du rennst weg. Das mache ich am besten per Heldenlauf, weil ich kann auch schauen. Die gehen alle auf Leon. Okay. Gut, Anzeige ist gesplittet. So. Genau, Anzeige gesplittet bedeutet halt, oder halt, Pistolenwaffen haben die Möglichkeit, die Gesundheitsanzeige zu splitten. Das heißt, wenn ich halt einen Körperteil oder halt den Gegner komplett eigentlich ausschalten muss, muss ich halt den kompletten Balken leer machen. Aber durch diese Split-Aktion oder halt durch den Split hat sich praktisch der Gesundheitsbalken halbiert, aber der ist ja immer noch ganz. Aber es besteht dann die Möglichkeit, wenn ich den jetzt, dass ich jetzt nicht mehr ihn komplett nicht mehr ausschalten muss, um halt ein Heldenmodul zu kriegen, sondern das reicht halt, wenn ich ihn nur noch halb fertig mache, halb tot mache. So, okay, du gehst auf ihn. Ja. Das ist der Plan, weil du hast ja noch die Bazooka noch drauf und gehst dann nachher noch auf den vermummten Gangster.
Ja, das passt noch. So, schnell nochmal die Gangster. So, Bonustreffer. Oh, guck mal. Zack, komplett blau gemacht. Okay, noch ein hinterher. So. Okay, der geht echt auf Leeren. Okay. Erstmal den vermummten Gangster. So. Okay, ist nicht schlimm. So, die sind eh beide entwaffnet. Das heißt, die können nur noch eine Nahkampfattacke nur noch ausführen. Wie mache ich das jetzt am besten? Genau, ich mache das so. Achso, wenn man sich bewegt, dann sieht man halt diese blaue Anzeige, die langsam sich leert oder nur mal angreift. Das ist halt so dieser Aktionszeitraum, was man machen kann halt. So. Ja, mal schauen. Vielleicht kann ich sogar. Jawohl. Okay, habe ich sogar unterbunden. Mache ich normal. So, das ist am Taumeln. Genau, dasselbe gilt auch für das normale Angreifen. Da geht halt der Balken auch leer. Zack. Ah, Stufenaufstieg. So. Wie mache ich das denn am besten? Der kommt zu Leeren entgegen halt. So, und Leeren macht den Gnadenschuss. So. Und das war praktisch die Kampferklärung zu Resonates of Fate bzw. End of Eternity. So, unter Kampfbedingungen halt so. Es sind nicht alle Sachen nicht eingetroffen, wie es im Tod real aussieht halt. Aber das wird man im Laufe des Spiels erfahren, was man macht und so. Brauche ich die Spezialmunition oder doch nicht? Oder nutze ich Handgranaten? Oder doch nicht? Wie sieht es mit Heilung aus? Etc. pp. Halt. Das sind so alles Faktoren, das hängt je nach Situation ab. So. Ansonsten, wie gehabt halt. Wie soll ich das jetzt am besten erklären halt? Genau. Wie gehabt halt. Ich hoffe, ich könnte das einigermaßen gut erklären halt. In so einem kurzen, kompakten Video. Ansonsten würde ich mal sagen, war es das auch wieder fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Ganze. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.